Wir haben diesmal ein bisschen mehr Sound mitgebracht. Ja. Und wie immer, schade für die Akta, schade für die GEMA, alles für Lau. So, ich eröffne hiermit die Demo. Super, dass ihr alle so zahlreich da seid. Super Zeichen von euch. Schön, dass ihr auch so viele Masken dabei habt. Was leider nicht gedeckelt ist vom Versammlungsgesetz, sind Schals oder andere Sachen vor dem Gesicht. Also bitte nur die Masken. So, den ersten Redner habe ich hier. Er sagt, er wäre von Anonymous. Ich habe es im Vereinsregister nicht gefunden. Aber los geht's. So, hallo Dortmund. Hallo Welt. Hallo Dortmund. Wir sind Anonymous Deutschland. Okay, ich fange erstmal an. Okay, erstmal ein bisschen mehr machen gegen Akta, Leute. Ich kann das nicht hören. Okay, versucht mal, mir ein bisschen zurück in die Zeit mitzulesen. Das ist ganz wichtig. Okay, fangen wir an. Die Träume sind für Menschen das Unantastbarste, was wir besitzen. Wir träumen von Freiheit und einer guten Welt. Lasst es nicht länger ein Traum sein. Ihr könnt die Revolution sein. Sagt es und gehört die... Entschuldigung. Ja, ich bin normal Internet gewohnt. Sagt es und gehört die Freiheit, denn jeder Mensch hat sie verdient. Es scheint so, als ob Freiheit... Oh Mann, keiner... Okay, scheiß drauf. Okay, egal was ihr tut, vergesst nie, wie viel ihr das tut. Es geht um die Freiheit von jedem Einzelnen von euch. Und wir wollen einfach, dass es heute laut ist, so dass es jeder hört bis in den letzten Ring. Denn wir sind gegen Akta. Wir wollen Freiheit. Wir wollen keine Überwachung. Wir sagen Stopp, Akta. Zensur, Zensur, Zensur ist Diktatur. Zensur, Zensur, Zensur ist Diktatur. Zensur, Zensur, Zensur ist Diktatur. Wir sind eine Minus, wir sind eine Legion, wir sind viele, wir vergeben nicht, wir vergessen nicht. Erwartet uns. Straße gehen. Heute ist die zweite Demonstration gegen Akta und vor allem gegen die allgemeine Zensur. In erster Linie möchten wir von Anonymous uns bei euch bedanken und nicht unseren Respekt aussprechen. Wir finden es toll, dass sich so viele Menschen... an dem letzten Demonstrationstag vom 11. Februar und noch heute am 25. Februar eingefunden haben, um für ihre Rechte zu kämpfen. Denkt immer daran, dass ihr nicht alleine seid, denn nur zusammen ist man stark und kann was erreichen. Vielen Dank an alle von euch, die wieder dabei sind.
Danke an die Leute von euch, die sich endlich erhoben haben, und auch danke an die Organisatoren, die uns die Möglichkeit bieten, offiziell und vor allem mit so vielen Leuten zu protestieren. Dennoch wird ein Anonymous sich zu keiner Partei bekennen, wie bei solchen Anlässen nur da ist, um neue Stimmen zu bekommen. Wir werden uns weiterhin für die Rechte und für die Redefreiheit von jedem einstellen. Denn wie Henry Ford schon mal gesagt hat, Zusammenkunft ist ein Anfang, Zusammenhalt ist ein Fortschritt und Zusammenarbeit ist Erfolg. Danke zusammen! Okay, Dortmund, und jetzt will ich alle noch mal hören, was für euch ACTA ist und was vor allen Dingen die Zensur ist. Zensur! Zensur! Zensur ist Diktatur! Zensur! Zensur! Zensur ist Diktatur! Zensur! Ey, das ist so hammer. Denn ich hab das verrückt da! Ich hab das verrückt da! Ehrlich, das Bild. Ja, hallöchen, meine lieben Abonnenten und alle YouTuber, die dieses Video sonst noch sehen. Das war mein kleines Video, was ich unter anderem zusammengeschnitten hat auf der Demo gegen ACTA Dortmund, 25.02., also die zweite Demo. Ja, ich war auch da, ich habe ganz viele Kollegen da gesehen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die heute da waren und mit gegen ACTA demonstriert haben. Ich möchte mich auch bei den Leuten von ACTA bedanken und ich hoffe, dass dieses Video keinem zur Last fällt und sich keiner beschwert, weil er darauf zu sehen ist. Wenn doch, schreibt mich an, dann nehme ich das Video wieder raus. Ich möchte gar nicht so viel quatschen, aber jetzt tue ich es gerade doch. Ja, ich möchte mich auf jeden Fall bedanken bei allen, die da waren, auch bei den ganzen Freunden, mit denen ich da unterwegs war. Falls ihr das seht, danke. Ich hoffe, dass sich das ganze Video hier ein paar Leute ansehen, weil es war wirklich relativ gut und ich hoffe, dass ACTA nicht durchgesetzt wird und dass das ein weiterer Erfolg für uns wird. Ich möchte mich mit dem Video allerdings auch distanzieren von Anonymous und Piratenpartei und Ähnlichen. Auch wenn die ganzen Sachen dazu sehen sind, ich möchte mich dem nicht unbedingt angehörig fühlen. Ich bin gegen ACTA, aber ich verfolge weder alle Ziele der Piratenpartei noch alle Ziele von Anonymous. So. Das heißt, lasst mich einfach als freie Person daraus, bevor ihr mich für irgendwas verurteilt, was die wollen. Ich bin gegen ACTA, das ist ganz klar. Ja, danke fürs Zusehen, Zuhören. Falls das neue Leute sind, die dieses Video gerade sehen, falls euch meine Stimme? Falls euch meine Stimme gefällt, ja, könnt ihr gerne auf meinem Kanal vorbeisehen. Ich mache ganz verschiedene Let's Plays, Dawn of War, Saboteur, ganz viele verschiedene Sachen, seit über einem Jahr inzwischen. Und falls euch das gefällt, könnt ihr mich gerne abonnieren oder mir einen Kommentar hinterlassen. Ich wiederhole mich heute den ganzen Tag schon. Ich habe irgendwie einen totalen Sprachfehler drin. Naja, ansonsten, falls ihr dieses Video kommentieren wollt, könnt ihr das gerne tun. Falls ihr es bewerten wollt, könnt ihr das auch gerne tun. Ich hoffe, dass euch das Ganze soweit gefallen hat und ja, man hört sich, ne? Tschö, tschö.